Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Unboxing in diesem Monat. Diesen Monat ist das jetzt die vierte und die letzte. Wir haben ja angefangen mit der Wootbox, Loot Chest, Loot Raider und jetzt halt mit der Kings Loot. Ja, kommt immer so zwischen dem 20. und 23. raus, also wird zugesendet. Kostenpunkt ungefähr, lasst mich lügen, 26, 27 Euro. Mit dem Pro Upgrade kostet das, glaube ich, 37. Irgendwas in der Richtung auf jeden Fall. Ja, und bevor ich mich wieder hier verhaspel, obwohl doch, einen Blick. Ich hatte es, glaube ich, schon mal angekündigt, und zwar diese kleinen Figürchen hier. Und zwar, das ist das Pendant zu den Funko Pops, diesmal von Lego. Die sind jetzt ganz neu rausgekommen. Da erwartet uns demnächst, was heißt demnächst, eigentlich jetzt in Kürze, ein Unboxing-Video. Und ihr dürft gespannt sein. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, die zusammenzubauen. Sehen auch mega gut aus, kommen ins Regal. Ja, aber jetzt auch wirklich, jetzt nerv ich auch nicht weiter. Ich möchte euch die Box, die Kings Loot Box, einfach mal zeigen. Es ist nichts Besonderes. Oh, ich muss schon fast aufpassen, weil das Label ist hier oben drauf. Ja, nichts im Vergleich zu der Referenzbox von Wootbox. Die möchte ich im Vergleich einfach nur mal zeigen, um zu ehren, wie schön und kreativ und einfallsreich die Wootbox ist. Ja? Man muss aber dazu auch sagen, dass die Wootbox die teuerste von allen ist. Ja? Und man, wie gesagt, Versand etc. pp. Alles separat zahlt. Dennoch gefällt mir das sehr, sehr gut. Ja, ich habe die Kings Lootbox ist einfach mal beiseite gelegt, aber wir wollen ja reingucken. Und zwar das dieses Thema ist jetzt die. Ach, hier ist noch was zwischen. Groovy. Ja, kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall ist das Thema Loot in Space. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich absolut kein Sci-Fi-Fan bin. Absolut nicht. Star Wars ist schon das höchste aller Gefühle bei mir. Ich habe auch nicht sowas gespielt wie Dead Space. Star Trek habe ich wirklich nicht geguckt und. Ja, sowas halt. Überhaupt nicht meins. Dennoch sollte das nicht unsere Freude auf diese Box trüben, denn der erste Blick, da geht mir schon das Herz auf. Ja, auch wenn ich das nicht kenne, aber egal, auf jeden Fall. Das ist der Flyer. Ja, die machen es genauso wie die Loot Raider. Ich sag mal nur, das ist nicht schlimm, aber die machen einen Flyer rein. Hier in der Mitte steht jetzt das, was uns da drin erwartet. Ja, und die weisen nochmal darauf hin, dass es zu der Kings Box Pro noch die Legend Box gibt. Ich möchte jetzt einfach mal zeigen, was es da zusätzlich gibt. Allerdings kostet die dann auch 69 Euro im Monat. Ja, da hätte es eine Predator Figur. Oh, immer mal irgendwie zentrieren. Ja, genau. Eine Predator Figur zugegeben. Nee, eine Predator? Independence Day, Entschuldigung. Dann noch das Star Trek T-Shirt und ein Alien Egg King Ping Anstecker, ein Predator Spardose, eine Star Trek Reaction Figur und, was ich persönlich ziemlich geil finde, diese Untersetzer von Star Wars. Ja, mega gut eigentlich. Also ich glaube, es lohnt sich wirklich sehr. Allerdings finde ich 70 Euro schon, ja, echt, ja, teuer. Na, was ist teuer, aber viel, so. Hier hinten drauf steht auch direkt schon das nächste Thema, welches im April sein wird, und zwar Varial Loot. Ich kann mir jetzt beim besten Willen noch nicht darunter vorstellen, was das sein soll, aber wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich sehr. So, ich freue mich aber jetzt auch auf die Box. Und zwar fangen wir an mit einem Item, wo ich schon bei der Loot Chest jetzt echt blöd geguckt habe. Und zwar geht es da um ein Papierstück, was man sich wohl einrahmen soll oder so. Ja, keine Ahnung. Okay, ich mach's nicht. Der eine oder andere mag es vielleicht, aber was ich aber besonders geil finde, ist das Franchise, was dahinter steckt. Der eine oder andere wird es vielleicht nicht kennen, aber das ist Earthworm Jim. Ich versuche das mal hier ein bisschen, das spiegelt, ne? Egal. Earthworm Jim. Mega gut. Ich habe das Spiel geliebt auf dem Super Nintendo. War auch richtig schwer, also zumindest als ich noch klein war. Umso mehr freut es mich, dass es sowas mal jetzt als irgendwie Item gibt. Auch wenn es jetzt nur ja, ein Bild ist oder so. Egal. Egal, egal. Ja, verschenken tue ich es nicht, weil da ist der Versand teurer. Ja, dann gibt es hier Mentos
Dann werde ich jetzt, als kleines Gimmick, werde ich jetzt nichts von essen. Warum zentriert die eigentlich? Ah, diesmal ging es schnell. Ja, Mentos. Soll aber kein richtiges Item sein. Oh, ich habe eben ein Item schon verraten. Und zwar ist es ein Alien-Franchise. Das Alien-Franchise. Und da geht es um diesen Pin, einen Pin-Stecker. Mal gucken, ob ich das zentriert kriege. Nee, glaube nicht. Doch, da. Da, perfekt. Ja. Ein Pin von Alien. Da sieht man dieses Ding noch in sein Ei reinflitzen oder raus, wie auch immer. Ja. Ich kann mit Pins persönlich nicht so viel anfangen. Aber wer es haben will, einfach in die Comments schreiben. Ja. Jetzt habe ich das schon wieder hier reingeschmissen. Nein. Womit wollen wir weitermachen? Eigentlich starten wir sonst immer mit dem T-Shirt. Das kann ich auch mal machen. Schon ziemlich cool eigentlich. Das T-Shirt. Und zwar ist das ein, ihr seht es nicht, aber es ist wieder, alter Schwede, es sieht aus wie ein Zelt, ey. Es sieht immer aus, als wäre ich eine OB-Säule oder sowas. Aber, naja gut, XXL halt. Es ist ein Deadpool und Guardians of the Galaxy Groot T-Shirt. He will grow on me. Mega cool. Es ist jetzt nichts Lizenziertes, glaube ich. Ich glaube nicht, weil das sind ja, oder? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, das T-Shirt ist ziemlich cool. Ich werde es, ja, ich glaube, behalten. Obwohl, wenn es jemand haben will, soll er einfach mal schreiben. Ich werde es mir noch überlegen. Das Motiv ist ziemlich cool. Auch wenn ich Deadpool nicht so gerne mag, aber dafür mag ich den Groot umso lieber. Ja. Mag ich auf jeden Fall, sehr gut. Zack, schmeißen wir das mal beiseite. Zack. So. Als nächstes. Ja, was haben wir? Ich habe schon ein wenig gelacht, als ich schon in die Box reingeguckt habe. Und zwar gibt es hier. Jetzt ist Städten hier. Ich muss mal runter. Ist es. Hier sieht man schon ein Ohr. Und zwar Socken von Star Wars. Und zwar im Yoda-Stil. Die Idee finde ich schon ziemlich geil. Wie gesagt, ich bin aber ein 2 Meter Riese. Und das ist die Größe 43 bis 46. Das heißt, ich komme da nur mit einem kleinen Onkel rein. Ansonsten würde ich das komplett zerreißen. Das wäre zu schade. Auf jeden Fall zu schade. Ich weiß nicht, ob es Menschen unter euch gibt, die sowas anziehen würden. Vielleicht will Jana das auch haben. Okay, wenn ihr sowas haben wollen würdet, schreibt einfach in die Comments. Entweder wir vergeben es oder wir vergeben es nicht. Das ist doch egal. So. Finde ich eine coole, ziemlich coole Idee. Besser als Handschuhe. Offiziell lizenziert auch. Made in China. 80% Wolle. Naja, um bei 30 Grad. So. Dann. Ja, was machen wir jetzt? Machen wir das Pro-Item zuerst? Oder? Ja, machen wir das Pro-Item zuerst. Ja, Loot in Space. Und zwar, dabei handelt es sich um das, wie gesagt, 10 Euro teure Pro-Box-Loot. Ein Sci-Fi-Fan, der wird sich bestimmt freuen. Ich finde das auch eine coole Sache. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Ja, schon gesehen, aber nicht in einer Lootbox. Und zwar ist das ein Kartenspiel. Das gibt es nur in dieser Pro-Box. Und das ist Star Realms. Und zwar, ich glaube, das ist in Anlehnung an Yu-Gi-Oh! Oder sowas vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt nicht so stark mit befasst. Das soll maximal 20 Minuten dauern, so eine Runde. Sind, glaube ich, zwei Decks drin. Ja, die Regeln stehen hier. Hier auch drauf. Ja, man hat hier so. Aber dann halt gezeigt. Die Regeln. Ja. Kann man sich in Ruhe durchlesen. Ich muss es jetzt nicht unbedingt behalten, ehrlich gesagt, weil. Oder? Vielleicht spiele ich das mal mit meinem Bruder, wenn er Lust hat. Achso, hier steht sogar: Beherrsche den Weltraum. Schaffe dein eigenes Sternreich. Baue deine Raumflotte aus. Schütze deine Besitztümer und erweitere dein Reich. Star Realms kombiniert den rasanten Spielspaß traditioneller Kartenspiele mit dem Deckbauaspekt
und der Interaktion von Sammelkartenspielen. Die Spieler vergrößern ihre Flotte mit zusätzlichen Schiffen und Weltraumbasen. Ausgespielt erlaubt es diese Karten, die Mitspieler und ihre Basen anzugreifen bzw. weitere Karten für das Deck zu erwerben. Ein Spieler gewinnt, wenn es ihm gelingt, die Autorität des Mitspielers auf Null zu bringen. Okay, und diese Packung enthält mit der Spielanleitung und 128 Spielkarten das komplette Spielmaterial für zwei Spieler. Für weitere Spieler werden zusätzliche Star Realms Packungen, eine Packung für je zwei Spieler benötigt. So. Ja. Gibt's auch in digitaler Form, wie es hier an der Seite erklärt wird. Na komm. Digital Game now online. In Apple Store und Google Play. Ja. Ich glaube, ich werde es erstmal spielen mit meinem Bruder. Wir werden es mal reinlesen. Boom. Ziemlich schwer das Teil auch. Kommen wir zu unserem letzten Ding Dong. Und zwar fällt mir auch sofort auf, was King's Loot anders macht. Und zwar, ich zeige es jetzt einfach mal. Vielleicht fällt es euch direkt auch schon selber auf. Und zwar haben wir hier eine Funko Pop Figur. Und die ist nochmal eingehüllt in so einer Verpackung, in so einer Hülle, um vor Regen, Wasser und Dreck zu schützen. Regen, Wasser und Dreck ist auch cool, ne? Regen, Wasser und Pfützen. Ja, finde ich cool, finde ich gut. Ob es jetzt immer vonnöten ist oder nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht reicht es ja auch schon so eine separate Box, wie bei der Wutbox. Ja, ich nerv mich. Zu nehmen, aber das finde ich sehr, sehr gut. Aber um zurück auf die Figur zu kommen, kommt aus dem Franchise Battlestar Galactica, passt ja zu Loot in Space. Und bei der Figur handelt es sich um Captain Apollo. Ich zeig die Figur jetzt mal nochmal so. Nummer 228. Ich kenne überhaupt nicht. Ich kenne die. Nein, ich kenne es einfach gar nichts. Ich kenne nicht mal die Serie. Schon mal von gehört, klar. Aber ich kenne die Figur nicht. Ich kenne mich jetzt in dem Franchise auch nicht aus. Ja. Dazu gehören hier hinten noch. Zeig's mal. Returning Starbuck, Commander Adama und Cylon Centurion. Ja. Wenn ich ehrlich sein darf, ist jetzt nicht so, nicht so spektakuläres, aber. Ist halt nicht immer nur eine Star Trek, also Star Trek habe ich auch noch nicht gesehen, aber Star Wars Figur drin, sondern auch mal ein anderes Franchise, ist doch cool. Also jemand, der das mag, der wird sich, glaube ich, tierisch freuen. Also ich freue mich auch, ich freue mich immer über Figuren. Freut sich der Staub. Nein, jetzt ernsthaft. Nee, das finde ich gut. Funko Pop Figuren gehen einfach immer. Immer. Ja. So, ich quassel jetzt schon 13 Minuten. Wenn ich es kurz nochmal anmerken darf. Wir haben jetzt alle vier Boxen durch, wenn man jetzt mal bedenkt, ja gut, Loot Raider war eigentlich aus dem Februar. Wenn ich vergleichen müsste zwischen der Loot Raider, der Wut Box, der Loot Chest und der King's Loot, hat mir persönlich vom Eindruck die Wut Box gefallen. Ich halte, glaube ich, immer das Label hier oben, ne? Ja, pack ich mal weg. Die Wut Box gefallen, einfach vom, vielleicht auch, weil es meine erste Box war. Ja. Einfach mal schauen, was jetzt die nächsten Monate bringen. Wir haben noch zwei weitere Monate zum Vergleich, beziehungsweise sechs. Wenn die Wutbox das Niveau hält, bin ich auch gerne bereit, weitere Monate zu investieren. Ja, ich glaube, der Rest ist auch insgesamt auf sechs Monate abonniert. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Boxen und wir schauen einfach mal, wie sich das jetzt so entwickelt. Ja. Auch an dieser Stelle dann nochmal vielen, vielen Dank, wenn ihr das Video geschaut habt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video entweder positiv oder negativ bewerten würdet, wenn es euch gefallen hat bzw. nicht gefallen hat, was ich natürlich nicht hoffe. Ja, kommentieren, teilen, würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, als nächstes kommen jetzt erstmal die Lego Brickheads Figuren. Ich habe es eben kurz schon mal gezeigt. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei sein würdet. Ja. Und nochmal recht herzlichen Dank und ja, bis zum nächsten Mal und tschüssi.